Das ist Viktor. Viktor hat im letzten Jahr viel und hart gearbeitet. Zum Glück war er dabei sehr erfolgreich und konnte deshalb Geld zurücklegen. Das braucht er jetzt auch, denn er will verreisen. Durchschnittlich gibt der deutsche Urlauber 88 Euro pro Urlaubstag aus und lässt sich seinen Haupturlaub 1071 Euro kosten. Mit 24 gesetzlichen Urlaubstagen liegt der deutsche Arbeitnehmer weltweit voll im Trend und beneidet die Franzosen. Diese haben nämlich einen Anspruch auf 30 freie Tage. Arbeitnehmer aus China dagegen nur 5. Doch wohin will Viktor eigentlich reisen? Und wie kommt er dorthin? Die Hälfte von Viktors Mitbürgern zieht es in ihren Ferien ans Meer und in die Sonne. 8% bevorzugen Städtereisen. Einen Besuch auf dem Bauernhof finden nur noch verschwindend geringe 2% der Deutschen verlockend. Der Rest unternimmt Kreuzfahrten, geht wandern oder entspannt sich beim Wellness. Am Beginn eines jeden Urlaubs fern von zu Hause steht die Anfahrt. 6% der Deutschen entscheiden sich hier für den Bus. Die Bahn punktet geringfügig mehr mit 8%. Ein Drittel findet das Reisen mit dem Flugzeug attraktiv. Doch jeder Zweite nimmt das Auto, um an sein Ferienziel zu gelangen. Viktor hat sich entschieden. Er fliegt nach New York. Im Jahr 2014 sind 3,3 Milliarden Menschen mit dem Flugzeug geflogen. Das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung. In Deutschland werden pro Jahr ungefähr 40 Millionen Liter Tomatensaft getrunken. Davon 3% in der Luft. Beim Orangensaft macht der Anteil über den Wolken nur etwa 0,4% aus. Viktor ist im Big Apple angekommen und will für 10 Tage bleiben. Damit liegt er knapp unter dem deutschen Durchschnitt von 12 Reisetagen. 1980 verreisten die Bundesbürger wesentlich länger, nämlich 18 Tage. Tourismus ist ein profitables Geschäft. Vergleicht man weltweit die Einnahmen, so belegt die USA mit Abstand den ersten Platz. Umgerechnet 165 Milliarden Euro geben die Urlauber hier jährlich aus. Der zweite Platz geht an Spanien mit 61 Milliarden Euro. Dicht gefolgt von China mit 53 Milliarden Euro. Die Chinatown in New York ist übrigens mit geschätzten 150.000 Chinesen die größte chinesische Siedlung außerhalb Asiens. Und hier kann Viktor endlich seine heißgeliebten Frühlingsrollen essen.